meine lieben YouTube-Zuschauer, hier ist wieder Kerstins Hobby-Kanal mit einem neuen kleinen Do-It-Yourself bzw. Tutorial, können wir das ja auch nennen. Das Thema ist ja schon allgemein bekannt, aber ich habe jetzt auch mal so ein kleines Leporello-Album gebastelt aus Papierresten. Deswegen hat es auch nur diese kleine Größe. Ich habe das hier mit einem Klettverschluss verschlossen. Und die Seiten einfach nur distressed. Und da kann man dann seine Bilder reinkleben. Weil ich finde, das muss man nicht noch groß verzieren, weil es ja eh schon mini klein ist. Ja, vorne und hinten habe ich ein Motivpapier aufgeklebt. Besser gesagt, das ist so ein Tag. Und zwar habe ich das hier von Graphic 44, Gilded Lily. Da sind ja auch solche Ticks immer drin. Da habe ich jetzt einfach mal was davon benutzt. Dadurch lasse ich meistens immer noch liegen. Aber wie gesagt, heute geht es mal darum, aus Papierresten was zu machen. Ja. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Was nehme ich alles dazu? Also ich habe hier einmal zwei so Motivpapiere. Dann habe ich hier so einen Rest, das ist die Rückseite, die Pappe von so einem Schreibblock. Das wird dann die Verstärkung für die Außenseiten. Und dann habe ich hier so einfaches Blatt Papier aus meinem Aquarellblock. Das ist dann gleich ein bisschen dicker. Und ja, jetzt fange ich dann mal an. Achso, hier braucht noch Schleifenband, was zum Verzieren. Da habe ich dieses Glitzertape, doppelseitiges Klebeband, eine Schere. So, dann einmal kniff ich die ganze Seite zur Hälfte. Und jetzt habe ich es durchgeschnitten. Dann wird noch einmal die Hälfte. Und dann noch einmal die Hälfte. So, jetzt habe ich den Ziehharmonika-Effekt. Das kommt dann nach außen. Jetzt werde ich diese beiden Teile hier einmal zusammen kleben. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Nee, so rum. Genau. Und das wird jetzt darauf geklebt. Ziehharmonika. Ja,
Und die Seite klebe ich jetzt auf die Pappe. So, und weil ich hier ja dann auch noch eine Schleife mit einbinden möchte, mache ich vorher das Schleifenband da drauf. So. So, jetzt schneide ich am Band entlang. So würde das dann aussehen. Kann man einfach da wieder reinstecken. So, als nächstes werde ich die Seiten wieder distressen. Ich nehme hier Distress Ink, Brushet, Color Reed, Color Heu oder was. Ich habe es nicht.
nicht so komisch. Ja, und jetzt stresse ich einfach die Seite. Jetzt kommt da noch ein Bild hin. So, jetzt war die Batterie leer, aber hat ja fast durchgehalten. Jetzt habe ich es mal ans Netz angeschlossen. So. Und mein Album wäre soweit dann fertig. So sieht es dann von vorne aus und von hinten aus. Oder man kann auch das als vorne nehmen und das als hinten, ist ja wurscht. Ich habe zweimal einen Text drauf gemacht. Dann wird das Band einfach, kann man hier noch einen Charme annehmen eventuell. Ja, das war das kleine Tutorial zu dem Leporello oder Loporello, nee, Leporello glaube ich heißt das, Album aus Papierresten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.